Die Herzen zu Gott erheben. Präfation. Die Heilige Messe entdecken mit Pfarrer Johannes Leichner. Ein Podcast von Missio Österreich. Erhebet die Herzen. Die Präfation. Nach der Gabenbereitung leitet der Priester zum Hochgebet über. Er beginnt mit dem Einleitungsdialog der Präfation. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unseren Gott. Das ist würdig und recht. Ja, wer sein Herz zu Gott erhebt, der bindet sich vertrauensvoll an ihn. Der Antwortruf der Gläubigen, wir haben sie, also die Herzen beim Herrn, knüpft an den antiken Soldateneid an, mit dem die römischen Legionäre ihrem Feldherrn vor einem Kampf bedingungslose Treue versprachen. Der heilige Augustinus deutet diesen römischen Soldateneid im Blick auf Christus neu. Groß bist du, Herr, und über alles Lob erhaben. Und da will der Mensch dich preisen, dieser winzige Teil deiner Schöpfung. Du selbst regst ihn dazu an, denn du hast uns zu dir hin geschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Der heilige Augustinus meint, die Gläubigen werden aufgefordert, ihre Herzen Christus hinzuhalten. Nach dem Einleitungsdialog beginnt der Priester, die eigentliche Präfation zu beten, in der wir uns dankend an die großen Heilsdaten Gottes erinnern. Meist werden die Menschwerdung Jesu, seine Liebe am Kreuz und das Geheimnis der Auferstehung hervorgehoben. Bei diesem Gebet breitet der Priester seine Hände aus. Die Präfation wird oft auch feierlich gesungen oder auch gesprochen. Und sie mündet dann im Sanctus, im dreimaligen Heilig. Ja, Herr, wir haben unsere Herzen bei dir.